My name is Dana Tyson, and I am a juggler. My name is Lamar Yoder, and I use juggling in my show. My name is Antonietta Margarita. I decided that I could paint gospel messages. My name is Adrian, and I am an illusionist. My name is Joel. I'm here on these outrages as an aerialist. TACO is a creative arts ministry that goes all over the Muslim world, and that can be in a heavily Muslim country or as we are now in Europe, but our focus is reaching Muslims in Germany and France. Wir kommen von vielen verschiedenen Nationen. And I think every country, every person have its own struggle, its own problems in their countries. Und ich glaube, jeder Mensch, jede Nation hat ihre eigenen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Wir als Menschen haben auch jeder seine Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. And this painting was about this Ukraine is in everybody. Such struggles are in everybody. Es ist einfach ein Beispiel für den Konflikt, den ich in der Ukraine für mich erlebe. Es ist ein Beispiel für den Konflikt, den wir vielleicht alle mit uns selber auch haben. Etwas zu tun vor Menschen, vor lauter Freude über ihn, der mir das geschenkt hat. Thank you for coming and enjoying the performance now. Then I discovered the most amazing things. Dann habe ich das Erstaunlichste herausgefunden. That not only was he a real person in history, nicht nur, dass er eine echte historische Person war, that he was alive today. Sondern dass er heute auch noch lebt. And one night I decided to talk to this Jesus. Und dann habe ich mich entschlossen, ich fange mal an, mit diesem Jesus zu reden. And for the first time, und zum ersten Mal, the very first time, zum allerersten Mal, life was complete. War mein Leben wieder ganz. Die letzten drei Wochen waren wir unterwegs mit TACO, einem Missionarsteam aus kreativen Künstlern der unterschiedlichsten Richtungen, und haben in Kooperation mit Ortsgemeinden, die alle auch ein missionarisches Herz für ihre Stadt haben, zusammengearbeitet, zum Teil auch mit Gemeindegründern, die gerade erst angefangen haben, Gemeinde zu gründen, die davon träumen, dass Menschen mit dem Evangelium auch da erreicht werden, da wo sie sind, nämlich auf der Straße, in der Öffentlichkeit, im Park, in der Fußgängerzone, am Hafen, wo auch immer. Dreaming and thinking maybe one day I can do something
join that kind of outreach, and now it happens, and I'm really inspired because many people, they are interested in gospel. The thing I have found wonderful about this tour is, first of all, it's new ground. In many of the places we have gone to, we have tried new things, in new places, in new ways, in order to get the gospel out. Currently, we're focusing on Muslim communities, refugees here in Germany, because this is the front lines. Es war spannend. Er hat über Stories erzählt, die Fragen über das Leben. Ja, und das hat auch zum Nachdenken gebracht. Nachdenklich hat es mir auch selbst gebracht. Das war sehr toll. Ganze Show, alles drum und dran, alle A bis Z. Ich habe es auch nochmal Bild gewonnen. Aha. Den tollen Bild. Steht auch nochmal Gott drauf, Sonne, Herz, Garten. Ja. Alles Mögliche. Okay, also sind Sie glücklich, ja? Ich bin sehr glücklich. Super. Ich denke, dass so etwas sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und natürlich auch, dass ja, dieses Persönliche eben natürlich eine mutige Aufgabe ist, also eine sehr große Aufgabe ist, auf Leute zuzugehen und mit ihnen persönlich zu sprechen. Aber wenn man sich dann getraut hat und mit den Leuten dann persönlich spricht, ist es auf jeden Fall was ganz Schönes. Und ich denke, es ist sehr, sehr stark geholfen hat eigentlich, ja. Also mir hat diese Zauberei halt gefallen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles ist gut, aber mit dieser Münze war es am besten. Wo er die Münze genommen hat, immer den Eimer da reingetan hat, das fand ich am besten. I can like to show this, like this show. You feel happiness. Well, the show was really cool and it just shows what people can do when they put their mind to it. Das hat mich einfach interessiert, was die Leute machen. Das hat schon irgendwie Sinn, ja. Also ich denke, das wirkt auch positiv auf die Leute, die Zaubertricks. Zaubertricks, ja. Ja, guck mal. Myself, I'm not exactly like religious, but as long as people have a will that drives them forward, it's amazing in my opinion. Oh, was ich gehört habe, es war sehr, oder es ist immer noch sehr inspirierend und wirklich schön für mich. Ihr redet ja nicht nur, sondern ihr zeigt ja auch was. Und das ist ja auch so motivierend, obwohl ich nicht so gläubig bin, aber das finde ich schon motivierend für die meisten Leute. Das hat schon ein bisschen was mir bewegt. Wenn ich halt zugehört habe, dass es für einen frustrierend war oder für den anderen halt, dass er halt mit drei Stiefgeschwistern aufgewachsen ist, die ihn schikaniert haben und so. Also mir hat es halt, also mich hat es schon irgendwie ein bisschen bewegt.
probably taking us 7 hours more or something. Yeah. Yeah, right. 7.5 probably. Ich gebe dir mal die Adresse. Oh, hi! Good Friday! It's Friday! Danke für jeden einzelnen Christen, der heute kommt, der mit dabei ist. Was mir besonders gefallen hat auf der Taco-Team, war einmal die Gemeinschaft, die man im Team intern hatte. Man kannte sich zum Teil gar nicht vorher. Und man war schon nach 2 Tagen, war man so eng beieinander und hatte so eine gute Beziehung zueinander. Das ist echt, kann ich nur weiterempfehlen, so etwas mal mitzuerleben. Eine andere Sache war auch die Gemeinschaft, die man dann mit den lokalen Kirchen, mit den lokalen Vereinen hatte. Das ging sofort los und man hatte sofort eine Brücke in Christus zueinander. Und das einfach so hautnah mitzuerleben, war echt schon eine Bereicherung für mich persönlich in meinem, in meiner Beziehung zu Jesus. Begann, als ich 7 Jahre war. My father abandoned us. Unser Vater hat uns damals im Stich gelassen. And as a boy who wanted to use his father, I ran away from my mother's house at 7 years old to look for him. I've been doing multiple shows a day, talking to people, hearing the heart of German Christians, how much they love people and how much they love the refugees that they get to know. I'm so moved and motivated to come and work more with this frontline small body of believers that have a real heart for changing lives, coming into communities, starting house churches, and it's just neat what God's doing here, and it's so exciting to be a part of it. I love you, Goofy. No, don't, please. We need laughter. It is in the air. Ja, also mir hat die super gut gefallen, also verschiedene Sachen, sag ich mal, in einem Paket sozusagen untergebracht und sehr viel Entertaining natürlich auch, das ist, ich glaube, da hat man auch die Leute erreicht. Ich lebe selber in Kanada mit meiner Frau und unseren 2 Töchtern. Ich glaube, bei jedem war irgendwie auch was dabei, was so sein eigenes Spezielles hatte. Wenn man auch so die Emotionen der Leute sieht und dann, glaube ich, weiß auch jeder Künstler selber, dass er da was richtig gemacht hat, auf jeden Fall. Ich finde die Show interessant, ich finde sie vielfältig und sie macht Spaß. Hat mir sehr gut gefallen. Und alles wirklich gute Künstler, keine Laien oder Anfänger, sondern richtig gute Künstler. Also ich fand es toll, vor allen Dingen vom Künstlerischen her erste Sahne und von der Botschaft, die damit verbunden war, richtig cool, weil natürlich nicht aufgesetzt, nicht gefrömmelt, sondern aus dem Leben und das ist total gut. Noch kommt es sehr gut an, die Kinder sitzen ja noch, ich finde es erstaunlich, sie sind normalerweise sehr unruhig und jetzt sitzen sie schon 1,5 Stunden mit großen Augen und es gefällt ihnen scheinbar sehr, sehr gut.
There was still a group of kids that were hanging around. Some of them, I started tickling the one, and then they all wanted me to tickle them, and they'd hold up their arms and say, me next, and me next. Others of our team were talking to the parents, and, you know, they see me interacting with the kids, and then the other team members are talking to the parents, and it was just kind of all fit together, and I just love the kids so much to be able to spend time with them, play with them, and kind of meet them on their level. I hope they were touched. It was a little bit chaotic with many kids running around at those shows, some of those shows that we did. But I can't help but think that God is going to use the seeds that were planted in some of those hearts. Was sie mitkriegen ist, dass sehr, sehr tolle Leute, für sie interessante Leute, etwas mit Gott zu tun haben. Das scheint nicht langweilig zu sein, das scheint nicht irgendwas Blödes zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, das nehmen sie mit. Und da kann man, denke ich, anknüpfen. Was mich sehr ermutigt hat an dieser Tour, war dieser Fakt, dass es möglich ist, in Deutschland, in Europa auf die Straße zu gehen. Dass die meisten Menschen oder kaum Menschen da waren, die ablehnend gegenüber dieser Botschaft waren. Ich glaube, dass Menschen nach authentischen Christen suchen, dass es wichtig ist, dass wir laut werden, dass wir gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden. Dass es für mich ganz neu war, auch auf den Straßen in Deutschland zu evangelisieren, in Deutschland mit Deutschen zu reden. Was ich zuvor so in diesem Ausmaß noch nicht erlebt hatte. Deswegen war das auch einfach sehr einprägsam und hat auf jeden Fall viel Freude bereitet zu sehen, wie auch Deutsche sich ansprechen lassen, wie man mit Deutschen sogar zusammen beten konnte. The team has been great to work with. I'm amazed at how hardworking everybody has been in putting together the venues, the places to perform. Die Zusammenarbeit mit dem Team Taco war für uns eine sehr wertvolle Erfahrung, weil sich das Team perfekt in unser Vereinsleben, in unser Event, in unser Team integriert hat. Die Leute von Taco sind super flexibel, sind super hilfsbereit, freundlich, humorvoll, gottesfürchtig und haben einfach sich, ihr Herz und einfach alles, was sie können und sind, mitgebracht. Und so konnten wir gemeinsam ein ganzes Wochenende zusammen verbringen und gemeinsam ein Event auf die Beine stellen. Und zu diesem Event konnten wir einfach unser ganzes Dorf, unsere ganze Stadt, unsere ganze Umgebung, alle möglichen Freunde aus allen möglichen Ländern und Kulturen einladen und zusammen einen Nachmittag feiern. Durch das Team Taco konnten wir ein bisschen offensiver darüber reden und das ein bisschen offensiver vorstellen, was wir glauben und wem wir folgen. Wir konnten Jesus Christus vermitteln, dadurch, was Taco gemacht hat. Die Darsteller von Taco haben aus ihrem Leben erzählt und es hat die Leute angesprochen, diese Art und Weise oder die auf kreative, auf liebevolle Art und Weise diesen Menschen das Evangelium zu erklären, war einfach richtig gut. You know, everybody is with us. That you would give us great wisdom tomorrow as we try to connect with an entirely different audience. I know your protection, Lord. I'll support you. I know your protection. Thank you.
went in the tourist area from Marseille, and people were very responsive, and we had really good feedback. We had amazing conversation. We pray for people. We encourage people. We reach people one on one. Here in France, where we are presently in Marseille, I would say the surveys that we receive back from our means of follow-up is gathering surveys. By far the majority of the surveys, probably 80% of the surveys we get back are from clearly Muslim contacts. So that has been very exciting to know we're reaching our target audience while we're here. What I appreciate with TACO is their vision of spreading the word and also just to have a follow-up perspective on this. It's been great working with churches and ministries that have identical visions to what we have, in both doing evangelism with the idea of discipling people who come to faith, and then seeing either the churches that people are involved in grow, or even starting new churches through our outreach. Our vision and goal is to be part of a movement that's reaching out and reaching millions of Muslims.